Märkte bleiben auf Richtungssuche. So ganz klar ist nicht, in welche Richtung wir gehen. Es sieht den einen Tag mal so aus, als ob es vielleicht auch eher auf der Unterseite weitergehen könnte. Zeigt sich dann am nächsten Tag, dass es aber auch auf der Oberseite weitergehen könnte. Das Spiel hat sich heute eigentlich mehr oder weniger fortgesetzt. Heute, naja, sagen wir mal leidlich freundlich. Aber wie gesagt, so der richtig große Trend war auch heute nicht zu sehen. Willkommen in dieser Sendung. Wir werden das auch an dem einen oder anderen Chart nachher sehen, dass die Kurse doch ziemlich auch hoch und runter zu hüpfen zum Teil, je nachdem, was es gerade für einen Impuls gibt. Wenn es denn mal überhaupt einen Impuls gibt, denn auch die Impulse sind zurzeit ziemlich rar gesät. Aus China zum Beispiel kamen wirklich viele wichtige Daten in der letzten Nacht herein. Sie trafen alle so ziemlich die Erwartungen. Und ließ sozusagen genau die Erwartungen, wie das die chinesischen Statistiker immer wieder hinbekommen. Das ist schon wirklich faszinierend. Nur die Industrieproduktion blieb ein bisschen unter den Erwartungen, hat dann aber am Markt auch niemanden weiter gestört. Aus den USA gab es heute die Baubeginne und die Baugenehmigung, die extrem unterschiedlich waren oder auch extrem uneinheitlich, wie wir gleich an den Daten sehen werden. Und dann gab es heute noch Quartalsdaten von Morgan Stanley und Abbott Laboratories. Und diese Daten haben dann durchaus überzeugt. Das hat auch einen Trend durchaus verfestigt, nämlich dass die Quartalszahlen der US-Unternehmen, der Großen, zurzeit durchaus stimmen. Das hat allerdings bis jetzt die Marktteilnehmer auch noch nicht so richtig bewogen, mal herzhaft nach Aktien zu greifen. In Zahlen sieht das Ganze dann so aus, wie gesagt, aus China. Die Industrieproduktion hat mit 6,1% ein bisschen enttäuscht. Ansonsten gab es da nicht so viel zu sagen. Arbeitslosenzahlen aus Großbritannien ganz gut, nur 700 neue. Allerdings musste der Vormonat deutlich nach oben korrigiert werden. Das war jetzt nicht so schön, hat aber die Märkte auch nicht weiter heute interessiert. Und dann sind wir schon auf der zweiten Seite und da sehen wir, dass die Baugenehmigungen auf einem 10-Monats-Hoch liegen in den USA, dafür die Baubeginne auf einem 18-Monats-Tief. Ja, was macht man aus solchen Daten, ist dann die spannende Frage. Russland, Einzelhandelsumsätze ziemlich gut, Arbeitslosenquote 5,2%, kann man nicht meckern, wenn man sich ja überlegt, dass wir Russland gerne immer eine Rezession andichten. Die Russen haben es bestimmt nicht leicht wirtschaftlich zurzeit, das ist überhaupt keine Frage aufgrund der Embargo-Politik des Westens. Aber dass nun da die ganz große Not ausgebrochen ist, sieht man zumindest mal an der Arbeitslosenquote nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Die Einzelhandelsumsätze, naja, das ist schon nicht so gut, nicht wahr? Dann Zinsentscheidung aus Kanada, 0,5%. Die Bank of Canada wird natürlich mit C geschrieben, aber egal, ich hatte es gestern schon falsch geschrieben und dachte mir heute, ich ändere es einfach nicht mehr. Jo. Das hat den Luni im Übrigen deutlich steigen lassen, wie wir dann sehen werden. Und dann kam aber Stephen Pollard und dann ging es wieder in die andere Richtung. Und das zeigt eben, Nervosität ist durchaus eben am Markt zu sehen. Erdöllagerbestände aus den USA deutlich gesunken. Das hat den Rohölpreis kurzfristig zumindest mal auch deutlich steigen lassen. Später korrigierte das Rohöl dann auch wieder. Heute Abend noch das Beigebuch, sehr interessant und sehr wichtig auch für die Entscheidungen der Fed, wobei ich eben glaube, dass bei der nächsten Fed-Sitzung Anfang November es noch keine Zinserhöhung geben wird. Das wird man wohl nicht vor der Präsidentschaftswahl machen. Das wird man erst danach tun. Dass es kommt, ist gar keine Frage. Heute Abend noch Daten von American Express und eBay unter anderem und damit rein in die Charts. Wir gehen mit dem DAX da und wir sehen, der DAX zappelte heute so ein bisschen hin und her, am Ende durchaus nicht unfreundlich, versucht jetzt hier den Abwärtstrend zu brechen und eben damit auch die 10.650er Marke aus dem Spiel zu nehmen. Allerdings wartet dann der nächste Widerstand schon bei 10.706 und auch der müsste dann schon mal überwunden werden. Dann hätte der DAX ja tatsächlich eine Chance auf das Jahreshoch bei 10.806 Punkten. Ob wir das dann wirklich noch hinbekommen, das ist eben zurzeit die spannende Frage. Die Märkte scheinen da doch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage zu haben. Gibt es denn eigentlich in diesem Jahr eine Jahresendrallye oder nicht? Ausgeschlossen ist es nicht. Wir sehen hier auch ganz klar, dass wir hier natürlich diesen Aufwärtstrend weiterhin haben und der ist also intakt. Also rein theoretisch kann es nach oben gehen. Es müssten sicherlich ein paar Impulse mal kommen, damit die Märkte nun dann doch herzhaft zugreifen
Und bis jetzt sieht es aber eher ja nach Impulsen aus, dass die Fed eben zum Beispiel die Zinsen anhebt und damit natürlich auch zum Beispiel Staatsanleihen günstig werden, also sozusagen eine Rendite abwerfen. Und das könnte also durchaus sein, dass dadurch vor allem in den USA Kapital aus den Aktienmärkten rüberwandert in die Rentenmärkte. Und das würde es natürlich auch nicht am DAX, auch am DAX nicht ja, spurlos vorübergehen. Davon muss man wohl ausgehen. Also es bleibt hier weiterhin eine spannende Kiste. Erstmal, wie gesagt, treten wir ein bisschen weiter auf der Stelle. Und wenn wir uns das Ganze hier in groß anschauen, dann sehen wir natürlich, dass sich der Chart in den letzten Tagen durchaus ein bisschen positiv entwickelt hat. Man sieht das auch jetzt hier rot eingekreist, sehr schön, dass der Tenkan blau den Kijun orange gekreuzt hat, aber beide zeigen eben weiterhin auch seitwärts, also wirklich sehr dynamisch sieht das alles nicht aus. Auch wenn eben die bullischen Tendenzen durchaus überwiegen. Jetzt der zweite rote Kreis, das ist der hellblaue Nachläufer, der ist jetzt auch wieder über dem Kurs gelandet. Also das ist schon irgendwo ein bisschen bullig. Aber den Kanon und Kijun zeigen eben nicht nach Norden. Und ja, insgesamt lässt das ganze Bild dann eben doch irgendwo die Dynamik doch ziemlich vermissen. Es ist aber wie gesagt nicht ausgeschlossen. Zurzeit sieht es auf alle Fälle auch nicht so richtig danach aus, dass der DAX jetzt in große Schwierigkeiten kommt. Also die Bullen haben schon einen leichten Vorteil hier, das kann man schon so sagen. Auch der Dow Jones, der war heute ziemlich freundlich unterwegs, ist bis an die 18.240 gelaufen. Weiter ging es dann irgendwie nicht. Und auch hier sieht man im Großen und Ganzen natürlich, dass wir eben in einer Seitwärtsrange sind. Viel mehr ist da nicht zu sagen. Schauen wir uns auch mal die sicheren Häfen an, nämlich den Yen zum Beispiel. Der hat heute wieder zugelegt gegenüber dem US-Dollar, also US-Dollar, japanischer Yen, demzufolge nachgegeben. Von der 104 ist man inzwischen doch ziemlich weit weg, ist wieder Richtung 103 unterwegs. Wobei wichtig die Unterstützung sicherlich das Tief vom 10. Oktober ist. Bei 182, das sollte man beachten. Zurzeit auf alle Fälle mal der Ichimoku ziemlich bärisch hier unterwegs. Euro-US-Dollar im Übrigen hat heute der Euro nicht zulegen können. Im Gegenteil, da hat der US-Dollar zugelegen können. Das zeigt also schon, dass der Yen, die Stärke des Yen, schon ein bisschen was mit sicherem Hafen zu tun hat. Also Euro-US-Dollar wieder hier an der 1,0950, 1,0915 gehört dann noch dazu. Als Unterstützung brechen die beide. Dann kann es durchaus nochmal 200 Pips Richtung Süden gehen. Und interessant auch der sichere Hafen Gold heute gefragt. Wir haben heute die 1265 überwunden und könnten jetzt also das Hoch von Anfang Oktober da bei 1200 77, genau, noch anvisieren. Das ist jetzt nicht das Monatshoch, aber es ist eben nach diesem Abverkauf letztendlich war das nochmal der Versuch zurückzukommen. Der ist da an dieser Marke gescheitert. Das dürfte also nochmal ein wichtiger Widerstand sein. Sprich, dann könnten wir durchaus Richtung 1300 unterwegs sein. Mir fehlt zurzeit ein bisschen der Glaube daran, weil wir ja, wie gesagt, in den USA eine Zinserhöhung erwarten. Das dürfte für Gold, auch wenn schon vieles eingepreist ist, trotzdem eher bärisch bleiben. Also, dass Gold jetzt hier völlig austickt und hier eine Riesenrallye hinlegt, da bin ich zumindest mal noch sehr skeptisch. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Der Ölpreis. Feine Sache ist dann heute nach den Daten aus den USA deutlich gestiegen. Wir haben jetzt also die 51,55 endlich mal gebrochen. Es gab dann nochmal einen Rückläufer, aber es könnte also durchaus funktionieren. Die erste natürliche ein natürliches Ziel könnte jetzt das Hoch aus dem Jahr 2015 sein, bei 62,40. Vorher gibt es noch bei 53,75 auf alle Fälle mal was zu beachten. Das sind da diese Dochte, die da der rote Pfeil anzeigt. Und eventuell gibt es vorher auch nochmal Widerstand an der Kijun-Linie. Jetzt hier mit dem roten Pfeil markierte, das wäre dann bei 52,45. Das könnten so die nächsten Ziele auf der Oberseite sein. Ich meine, der Ichimoku sieht auch hier nicht besonders dynamisch gerade aus. Der blaue Tenkan zeigt eher seitwärts. Aber ansonsten sind wir eben ja doch schon eigentlich sogar das ganze Jahr eher in einem Aufwärtstrend im Öl. Das ist auch spannend. Das ist übrigens auch sehr spannend für
für die Inflation. Das bedeutet letztendlich, dass eben die ganz günstigen Energiepreise in Zukunft nicht mehr zu haben sind und da also die Inflation auf alle Fälle anziehen wird und das eben auch ein weiteres Kriterium dann natürlich ist, dass eben die sehr lockere Geldpolitik wohl bald beendet sein wird, nicht nur in den USA. Und das könnte eben dann für die Aktienindizes wieder Ungemach bedeuten. Schauen wir auch mal auf US-Dollar, chinesischen Yuan, viele Daten aus China. Das hat den Yuan jetzt nicht wirklich großartig bewegt. Wir sind jetzt doch schon seit Anfang der Woche, kann man eigentlich sagen, eher in einer Seitwärtsbewegung. Und das hier ist der Shanghai Composite. Der hat in der letzten Nacht auch nicht großartig sich bewegt am Ende. Ja, fast plus minus null. War also wirklich nicht wahnsinnig, was da die Daten gebracht haben. Auch das britische Pfund sehen wir hier. Es gab ein bisschen Zappelei, aber insgesamt trotzdem weiter seitwärts. 1,23 im Vergleich zum Tief vom 11. Oktober bei 1,2090 ist das doch ein schönes Niveau. Aber jetzt geht es eben auch hier nicht mehr so richtig weiter. Und das hier ist ganz toll: US-Dollar, kanadischer Dollar. Die Bank of Canada hat, wie gesagt, den Leitzins bei 0,5% gelassen. Das hat den Loonie deutlich gestärkt und der sowieso schon vorhandene Abwärtstrend, der ist dann noch mal richtig verstärkt worden. Wir waren fast an der 1,30, die ich ja auch schon mal angesprochen habe. Und dann gab es aber die Umkehr. Und warum gab es die Umkehr? Stephen Poloz, der Chef der Bank of Canada, äußerte, dass während der Sitzung weitere Maßnahmen diskutiert worden sind und die Exporte deutlich unter den Erwartungen liegen. Das haben dann die Marktteilnehmer wiederum dahingehend gewertet, dass die Bank of Canada vielleicht doch nochmal die Geldpolitik lockert. Also es kann durchaus auch noch Notenbanken geben, die noch nicht am Ende ihres Lateins sein müssen. Auf alle Fälle schöne Bewegungen hier, 100 Pips runter und dann auch wieder hoch. Ja, wer da schnell war mit seinem Finger, hat da ganz ordentlich was mitnehmen können auf alle Fälle. Wenn wir uns den Daily Chart anschauen, dann sehen wir eben, dass wir im Daily Chart mit der 1,30 eben genau die Wolke getroffen haben. Und die Wolke, obwohl sie sehr dünn ist, dann eben doch gehalten hat. Also die Unterstützung hat erst einmal gehalten. Schauen wir mal, wie das Ganze weitergeht. Zurzeit sieht das trotzdem noch nach Abwärtstrend aus. Wenn wir ganz ehrlich sind, muss man mal schauen, wie das Ganze weitergeht hier. Der US-Dollar hat ja eigentlich insgesamt doch eher zur Stärke geneigt. Mal gucken, ob er sich auch gegen den kanadischen Dollar irgendwie durchsetzen kann. US-Dollar, russischen Rubel wollte ich auch mal schnell zeigen. Rubel heute durchaus zugelegt im Verlaufe des Tages, auch wenn jetzt hier das Niveau jetzt nicht sich gravierend geändert hat. Aber durchaus könnte es hier sein, dass wir hier die Tiefs im US-Dollar, russischen Rubel um die 61,80 nochmal antesten könnten. Also die ganz große Rubelschwäche, die wir hier in der letzten Woche gesehen haben, die scheint zumindest erst einmal wieder weg zu sein. Dann habe ich noch schnell die Intel-Aktie ausgepackt. Die hatten eigentlich gute Daten gestern Abend geliefert, aber einen ziemlich schwachen Ausblick gegeben. Da erwartet die Konzernleitung nicht allzu viel. Und das haben dann die Anleger heute ordentlich abgestraft mit minus 5,75%. Und zum Schluss noch schnell vom Europäischen Gerichtshof schlechte Nachrichten für die Kranken in Deutschland, glaube ich zumindest. Vielleicht ist es ja auch eine gute Nachricht, so tut zumindest der Europäische Gerichtshof. Die deutsche Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente verstößt gegen das EU-Recht und muss also demzufolge geändert werden. Das können wir nochmal gespannt sein, was uns da zu erwarten hat. In der Nacht gibt es viele Daten aus Australien, nämlich Arbeitsmarkt und auch der Konjunkturoptimismus ist aus Australien. Dann morgen sicherlich der wichtigste Termin, die Mario Draghi Show. 14:30 Uhr davor die Zinsentscheidung der EZB. Also Mario Draghi Show, das bedeutet, das ist speziell für alle Journalisten gemacht und da dürfen natürlich auch die Trader zuschauen, zum Beispiel auf dem Videokanal von der EZB. Dazu dann noch morgen der Lieferherstellungsindex, immer ziemlich wichtig in den USA. Und auch die Verkäufe bestehender Häuser. Und auch morgen gibt es wieder jede Menge amerikanische Unternehmen, die ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Zum Schluss noch schnell einen Blick auf Euro, australischen Dollar. Die spielen ja, wie gesagt, morgen eigentlich die Hauptrolle. In der Nacht der australische Dollar und dann später der Euro.
Australische Dollar seit Tagen, ja, jetzt eigentlich schon seit Wochen, auf Erholungskurs, und das hat sich heute auch sehr deutlich fortgesetzt. Hatte sicherlich auch mit den Rohstoffpreisen zu tun und mit den einigermaßen passablen chinesischen Daten ja vielleicht auch, wobei in der Nacht Euro, australische Dollar eher so seitwärts dahin dümpelten. Aber dann gab es heute Nachmittag eben doch den Absturz um fast 100 Pips. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Insgesamt sehen wir hier auch, dass wir uns eigentlich seit Sommer in einem Abwärtstrend befinden. Und ja, zurzeit, Blaotian und Kijun zeigen schön winklig nach unten, so im 45-Grad-Winkel. Hellblaue Nachläufer ist klar unter dem Kurs. Also das sieht jetzt doch so aus, als ob es hier sogar die Chancen gibt, wenn wir uns den, was ist das hier eigentlich? Ist das der Daily Chart? Oder ist das sogar der Weekly Chart? Das ist der Wochenchart, genau. Da könnte man jetzt bis 1,3670 sogar fallen. Also hier könnte es durchaus noch weiteres Potenzial geben. Bevor man das aber tradet, wartet man eventuell mal ab, was morgen Mario Draghi zu sagen hat. Wenn wir Pech haben, erzählt er uns ja morgen, ja, dass Quantitative Easing bald zu Ende ist. Und dann könnte sich die Bewegung auch ganz schnell umkehren. Und damit waren wir durch mit dem heutigen Tag. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Bis morgen.